Willkommen da durch die unsichtbare Leitung in die Welt hinaus. Alle die, die jetzt dabei sind, willkommen. Wir haben gehört, dass noch mehr Menschen kommen wollen. Also lasst euch nicht stören, wenn noch welche reinkommen in den Raum. Ich weiß nicht, ob jeder die Informationen hat. Wir sind jetzt ungefähr so noch 20 Minuten in Stille. So einfach mal so im Raum ankommen oder sein. Noch nicht mal ankommen, einfach sein. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich habe auch keine Ahnung. Und ja, Step by Step.
Ja, für die, die neu dazugekommen sind, willkommen. Und für die, die da vielleicht in dieser unsichtbaren Leitung dazugekommen sind, auch willkommen. Okay. Wir machen jetzt mal ein Spiel. Wir spielen so gerne. Weil wir mögen es nicht, wenn es so ernst ist. Die ganze Welt ist ernst. Wir spielen gerne. Weil wir gerne spielen, spielen wir jetzt Fragen sammeln. Fragen im Raum. Fragen im Raum. Einfach so. Ja, da nickt was. Ja. Ja? Wirklich eine Frage. Ja. Und zwar, das ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass eine Person sich ändern kann. Eine Person sich ändern kann, okay? An sich arbeiten, das bringt eigentlich nichts. Ah, interessant. Sehr interessant. Ah, okay. An sich arbeiten, sich verändern, verbessern, besser werden. Okay, super Thema. Danke. Noch mehr Themen. Mit einer Frage geben wir uns nicht zufrieden. Ja, noch mehr? Bitte? Nee, nee. Seid ihr scheu? Bisschen scheu? Scheu sein, ne? Scheu sein, ne? Ja, ja. Ich auch. Vielleicht sieht es nicht so aus, weil wir hier vorne sitzen. Okay. Sich verändern. Sich verbessern. Wer versucht es? Versucht ihr das nicht alle? Versuchen wir nicht alle irgendwie ein bisschen besser zu werden oder anders zu werden oder nicht so zu sein, wie ich gerade bin? Ja. Ich habe eher das Gefühl, ich versuche immer mehr die zu sein, die ich bin. Aha. Ob das besser ist oder schlechter, weiß ich nicht. Aha. Sozusagen,
immer mehr dem zu entsprechen, was wirklich da ist und nichts drüber zu legen. Wow. Irgendwie so. Aha. Wow. Aha. Aber besser oder ja, ist eine andere Qualität. Ich wollte jemals nie. Ja, ja, ist eine andere Qualität. Aha. Authentischer, so würde ich sagen. Ne? Also mehr so das Selbst werden wollen. Das Selbst werden wollen. Naja, das ist sich. Sehr interessant. Gibt einen Unterschied von stimmig und unstimmig oder resonant und dissonant bei mir, wie sich was anfühlt in meinem Sein. Vielleicht kann man das so sagen. Ja, ich verstehe, was du sagen willst. Verbessern. Wenn es sich resonant anfühlt, dann ist es, also das ist so, da will ich mal gerne hinkommen. Hinkommen. Okay. Die ganze Welt versucht, irgendwo hinzukommen und besser zu werden. Es ist ein Paradox. Irgendwie werden wir damit groß, dass man uns sagt, wir sollen anders sein. Vielleicht sind wir noch ganz klein, können aber vielleicht schon laufen, so ein bisschen, unsere ersten Gehversuche. Und man bringt uns bei, wenn du so wärst wie deine Schwester, also deine Freundin, die ist so lieb, nur du nicht. Also ich hatte gedacht, du bist anders, als ich dachte. Witzigerweise. Und ständig versuchen wir so zu sein, wie jemand sagt, dass wir zu sein haben. Also du bist nicht mehr so lieb, wie du mal warst. Du könntest ja wieder ein bisschen umgänglicher werden. Aber all das setzt voraus, dass das, wie es ist, nicht okay ist. Dass ich, wie ich bin, nicht okay bin. Wir müssen noch ein bisschen an uns arbeiten. Ne? Noch ein bisschen an uns biegen, dann bin ich okay. Aber ist das wahr? Wie oft haben wir uns versucht zu verbiegen? Ihr müsst mir das jetzt nicht sagen. Ihr wisst es selber. Das brauche ich gar nicht sagen. Wie oft haben wir versucht, irgendwie so zu sein, wie jemand sagte, dass ich zu sein habe? Und in Wahrheit geht es gar nicht darum, dass es jemand sagt, wie ich zu sein habe. Sondern unsere eigenen Ideen, die wir haben, die man uns beigebracht hat. Es scheint so eine ideale Vorstellung zu geben von mir. Aber wenn wir genau schauen, jetzt, wie wir sind, können wir anders sein, als wir sind? Doch der Versuch ist die ganze Zeit da, dass wir anders sind. Wir müssen nur ein bisschen mehr an mir arbeiten. Ein bisschen spiritueller werden vielleicht. Noch ein bisschen mehr Bewusstsein. Dann. Aber mal ehrlich. Wer von euch hat es geschafft, besser zu werden? Weißt du, wenn wir alleine sind, dann können wir das noch glauben. Dann können wir diese Idee noch glauben. Aber jetzt sind ja einige Menschen im Raum. Und jetzt fragen wir mal alle. Auch die im Netz, ihr dürft auch antworten.
hat es jemals geklappt, dass wir besser geworden sind? Dass wir so gut geworden sind, dass es passt? Immer dann, wenn wir glauben, dass es passt, passt es auch wieder nicht. Jetzt habe ich es gerade so hingekriegt und dann kommt wieder der, passt wieder nicht. Da muss man noch ein bisschen an mir arbeiten, dann passt wieder. Und so sind wir ständig damit beschäftigt, uns verändern zu wollen. Wir müssen uns nur genug anstrengen, um uns zu verändern. Auch ein bisschen mehr Bewusstsein in meinem Leben. Weil irgendwann kommen wir an den Punkt, vielleicht früher oder später, wo wir sagen, möchte endlich ich selbst sein. Möchte aus diesem Moment heraus schöpfen, egal was es bedeutet, egal was die Welt dazu sagt, ich möchte ich selbst sein. Ohne Anstrengung. Ich möchte so genommen werden, wie ich bin, ohne dass mich jemand nimmt. Sondern, dass ich einfach bin. So, wie ich bin. Ohne Anstrengung. Ohne eine Idee, wie ich zu sein habe. Das lässt mich ausruhen. Alles andere lässt mich nicht ausruhen. Alles andere lässt mich rennen. Ich komme nicht zur Ruhe. Und dann hoffen wir, dass die Welt uns die Erlaubnis gibt, dass ich so sein darf, wie ich bin. Und das Paradoxe ist, die Welt gibt uns nicht die Erlaubnis, so zu sein, wie ich bin. Alle Ideen in dieser Welt, die diese Welt kreiert, wird sagen, du bist so nicht okay, wie du bist. Doch real betrachtet, nicht an den Haaren herbeigezogen, wir haben ja keine mehr, aber da sind noch ein paar. Kannst du anders sein? Kannst du anders sein, als du bist? Nein. Es ist nicht möglich. Nicht mehr an mir rumschrauben. Endlich sein. Ausruhen. Das lässt mich entspannen, dass ich so sein darf, wie ich bin. Was gibt es denn zu verändern? Was gibt es zu verbessern? Was sollte denn anders sein? Frage. Was glaubt ihr, was an euch zu verbessern sei? Wenn es denn was zu verbessern gibt. Flüstert mal. Ich lausche. Langsamer ist.
Langsamer essen. Ah, okay. Okay, wir haben es eilig, ja? Okay, was sollte noch anders sein? Zum Beispiel, dass meine Migräne, die heute bei mir ist, weg ist. Das möchte ich verändern. Ah, die Migräne darf nicht sein. Okay, nee. Gut. Was noch? Eine Allergie darf nicht mehr sein. Allergie? Ah. Das ist ja schade. Da kommt die Allergie vorbei und die darf nicht vorbeikommen, weil sie nicht willkommen ist. Und dann kommt die Migräne vorbei und sagt Hallo. Und wir sagen, ach, diesen Gast wollen wir nicht. Hab zwar ein Hotel, aber die Tür ist zugeschlossen. Gibt keine Zimmer mehr. Sind alle leer, aber wir schließen zu. Es gibt keinen Platz mehr bei mir. Was noch? Ne? Das darf noch nicht sein. Das Akzeptieren, was jetzt hier ist. Akzeptieren, was jetzt hier ist. Ich würde gerne das besser akzeptieren können, wie ich mich gerade fühle, wie ich mich fühle. Das ist gut. Akzeptieren. Ich würde mich gerne akzeptieren. Jetzt sage ich mal was anderes. Du bist akzeptiert vom Leben. Du brauchst dich nicht akzeptieren. Wir machen das ganz einfach. Ohne Anstrengung. Das Leben akzeptiert dich, weil du bist. Und weil du so bist, wie du bist. Gibt es da noch was zu akzeptieren? Dass ich mich bemühe, mich zu akzeptieren, ist so anstrengend. Ich kann mich nie akzeptieren. Und das Ich wird sich nie akzeptieren. Es wird immer etwas geben, was nicht akzeptabel ist. Kennt ihr das? Es ist nicht akzeptabel, gerade eine Migräne zu haben. Es ist gerade nicht akzeptabel, eine Allergie zu haben. Ja, okay. Doch es ist, wie es ist. Müssen wir das akzeptieren? Dass es so ist, wie es ist? Nein. Es ist, wie es ist. Doch wende ich mich dem zu. Ja, eine Migräne ist was Wunderbares. Ja? Wir sagen, ja, was ist daran wunderbar? Ja, wenn wir eine Migräne haben, sind wir nicht mehr ansprechbar. Ja? Dann wollen wir uns zurückziehen, Decke über den Kopf und nichts mehr sehen. Und nicht mehr reden. Endlich habe ich Raum für mich. Die hilft mir, mit mir selbst zu sein. Also die Migräne ist nicht gegen dich, sondern für dich. Als wir mal sowas hatten, haben wir die Tür zugemacht, alles dunkel gemacht und wollte niemand hören und niemand sehen. Was für eine Gnade.
Doch wenn sie nicht sein darf, weil wir die Idee haben, so wie es jetzt ist, ist es nicht okay. Sie stört gerade. Dann ist sie nicht willkommen. Und wenn sie nicht willkommen ist, dann ist sie halt nicht willkommen. Doch sie ist trotzdem hier. Also habe ich die Möglichkeit, mich dieser Energie, die wir Migräne nennen, zuzuwenden. Dieser Druck im Kopf. Vermutlich geht es auch mit Übelkeit manchmal her. Hm? Wir können diese mit dieser Energie sein. Diese Möglichkeit haben wir. Wenn wir sie nicht als etwas Schlechtes ansehen und sagen, die ist verkehrt, die darf nicht sein. Und so ist es mit der Allergie. Was ist an der Allergie verkehrt? Juckt ein bisschen die Nase? Die Symptome sind verkehrt, ja. Ach, die Symptome sind verkehrt. Ja, ja. Die sind unangenehm. Ja, und wer sagt es? Ja, ich, ja, genau. Ja. Das Ich fühlt sich ziemlich bedroht, wenn mit dem Körper was ist. Weil das Ich sich über den Körper identifiziert. Ja? Wir können den Körper unterstützen, wir können dem Körper geben, was der Körper haben will. Soweit es uns möglich ist. Und dann lassen wir ihn in Ruhe. Dann geben wir ihm seine eigene Zeit. Doch dem Körper die Information zu geben, das ist nicht okay, was du hast, ist ein bisschen crazy. Ein bisschen verrückt. Weil das ist nicht wahr. Nur die Idee, dass es verkehrt ist, quält uns. Der Körper kommt gut damit zurecht. Aber die Idee, die lässt uns leiden. Die Idee, es sollte anders sein, lässt uns leiden. Weil es ist, wie es ist. Es kann nicht anders sein. Was wäre denn, wenn du dieses Problem nicht hättest? Dann wäre es nur langweilig, glaube ich. Aha! Aha! Hätte ich nichts zu tun. Hätte ich nichts zu tun, genau. Damit bin ich dann beschäftigt. Ich habe ein Problem. Ich habe eine Migräne. Ich habe eine Allergie. Ich kann mich nicht akzeptieren. Ich bin nicht gut genug. Ich muss mich noch verbessern. All das schafft Probleme. Und ohne ein Problem? Was wäre ich ohne ein Problem? Ohne ein Problem. Da gibt es Lächeln in den Gesichtern. Was wäre ich ohne ein Problem? Wer bin ich?
ohne ein Problem. Was bleibt, wenn kein Problem da ist? Wir kümmern uns immer um Probleme. Wir fragen uns nicht, was wäre, wenn kein Problem da wäre. Da hätten wir nichts, worüber wir reden könnten. Ne? Gibt es Fragen irgendwie aus dieser unsichtbaren Leitung? Cheat? Wenn du was sagen kannst, das ist gut, dass Fragen gestellt werden können. Ach so, haben wir nicht gesagt. Sorry. Das ist bei Cheat immer so, oder? Dass man aktiv dabei ist, oder? Also okay, ich sag's jetzt nochmal. Vielleicht denken die Zuschauer, dass heute hier die anderen Vorrang haben oder so. Ach so. Ja, ja, so ist, wenn man das denkt, ja. Gut, wir schalten das Denken jetzt aus, ihr seid aktiv dabei. So, es kommt es an, ich hoffe. Das ist doch so ein offener Chat oder so, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Ego und dem Ich? Ein Unterschied zwischen dem Ego und dem Ich. Okay, jetzt sag mir mal noch mehr, was du mit Ich meinst. Mit Ich meine ich mich, der hier sitzt. Ah, okay. Oder der zu schnell ist. Okay. Oder der sich halt erlebt in verschiedenen Situationen und mit viel Glück sie dann aber auch nicht bewertet, aber sich trotzdem da drin erlebt. Nicht bewertet und sich trotzdem drin erlebt, okay. Was ist denn das Ich? Das ist meine Frage, ja. Das weißt du doch besser, oder? Weißt du, wenn wir eine radikale Antwort geben, ist ja keine Antwort. Es gibt ja keine Antwort, wirklich. Im Zen sagt man, warum muss man über etwas reden, was nicht existiert? Also wenn du fragst, was ist das Ego, dann reden wir über etwas, was nicht existiert. Für uns existiert es, erscheint es zu existieren. Doch es ist wie eine begrenzte Struktur, die uns einengt und sagt, das bin ich. Ich bin das. Ich bin XY.
Ich habe eine Geschichte. Die Geschichte ist, ich bin Bäckermeisterin und habe 2 Kinder und 3 Männer und noch eine Geliebte und ein Haus. Und ich habe Probleme. Und wenn ich keine Probleme habe, habe ich auch ein Problem. Und wenn mir jemand meine Probleme nimmt, dann habe ich auch ein Problem. Und wenn mir jemand meine Geliebte nimmt, oh oh. Und wenn ich mein ganzes Geld verliere, also, dieser Bezug, dass ich jemand bin, der getrennt ist von dem, was wir im Urgrund des Seins sind, oder von unserer Göttlichkeit, oder von Bewusstsein, oder das. Ich bin jemand, der eine Geschichte hat und getrennt ist. Und das ist das Spiel. Das wird im herkömmlichen Sinne Ego genannt. Und manchmal sagt man zu diesem Ego, auch ich. Doch dieses Ich wird in vielerlei Sprache benutzt. Es gibt Traditionen, die sprechen von dem kleinen und dem großen Ich. Ja? Doch wenn da niemand ist, der bewertet und alles ist okay und es gibt kein Problem, müssen wir dann noch nach das Ego suchen und fragen, was ist das Ego? Wer sitzt hier? Mhm. All das sitzt da, was du glaubst zu sein. Und danach? Erstmal glaubst du das zu sein, was du glaubst zu sein. Und danach glaubst du was anderes zu sein. Also, es verändert sich. Du glaubst auch, irgendwas nicht zu sein. Das bin ich nicht, das bin ich, aber das bin ich nicht. Und all das ist eine Begrenzung. Das bin ich und das bin ich nicht. Das heißt, ich bin du? Das Du ist schon zu viel. Könnte gesagt werden, du bist mein eigenes Selbst. Es gibt keinen Unterschied. Ohne ich und du.
Und alles, was sie dazu fühlen, ist zu viel. Jeden Gedanken, den wir zu dieser Gegenwärtigkeit legen, ist zu viel. Jede Idee, die wir dazulegen zu dem, was jetzt ist, ist zu viel. Das lässt uns bleiben. Ich bin das, aber ich bin nicht so. Oder ich bin so, aber nicht das. Ich bin noch das Ego, bin noch nicht frei. Das ist nicht wahr. Es ist nur vergessen. Wir haben uns selbst vergessen. Wir haben vergessen, wer wir sind. Und da kann nur gestaunt werden. Ein Staunen darüber, dass ihr glaubt, nicht frei zu sein. Und dass ihr jemand seid, der getrennt ist. Auf eine gewisse Art und Weise ist es die Angst, die uns festhält. Wir haben Angst, wir selbst zu sein. Es gibt diese Angst, wir selbst zu sein. Es ist nicht die Angst vor der Angst. Es ist nicht die Angst, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben Angst, wir selbst zu sein. Wir haben Angst, unsere wahre Größe zu leben. Es gibt diese Angst vor dieser unendlichen Lebendigkeit, die wir sind. Dann halten wir uns lieber so ein bisschen fest und sagen, oh, das gibt mir aber Sicherheit. Hier weiß ich, was ich bin, hier weiß ich, was ich habe. Das ist die einzigste Angst, die wir haben. Ja. Warum erfahre ich das dann nicht so? Ich erfahre mich in Fesseln, ich
erfahre mich als Marionette. Ich erfahre es nicht so. Für mich geht es auch ums Überleben immer wieder. Ich versuche mich immer einzukriegen. Und ich erfahre es nicht so, wie du es sagst, sondern ich erfahre mich in dieser Begrenzung. Und das tut auch weh. Und ich kann aber nichts machen. Ja, es geht nicht darum, etwas zu machen. Es geht nicht darum, etwas zu machen. Weißt du, wenn wir uns dessen schon bewusst sind, ich erfahre mich in dieser Begrenzung. Ich fühle mich wie eine Marionette. Wow. Wow. Aber das ist doch nicht schön. Also ist es wieder, ich will es anders haben. Sind wir wieder bei dem Punkt, wie ich... Und das ist irgendwie zum Verzweifeln. Es ist eine tiefe Einsicht. Es ist ein Bewusstsein, wenn wir uns dessen bewusst sind, wie eine Marionette zu sein. Weil dann sind wir schon keine Marionette mehr. Versuche nicht dort herauszukommen, sondern du erfährst dich so, wie du dich erfährst. Und so bist du. Und da gibt es nichts zu ändern. Versuche nicht, einen sogenannten besseren Zustand zu erreichen. Versuche nicht, dich irgendwie an dir zu arbeiten, um besser zu werden. Darf das so sein, wie es ist? Diese Marionette? Im Moment sage ich ja dazu, aber ich wundere mich, dass ich ja dazu sage. Ah. Das verstehe ich jetzt. Also verstehe ich mich selbst nicht. Im Moment können wir ja sagen. Okay. Doch wenn wir daran denken, es anders haben zu wollen, dann können wir nicht ja sagen. Doch im Moment ist es okay. Ja. Und das wundert mich. Also, ja, dieses Wunder wundert dich. Ja, also das wundert mich jetzt wirklich. Ja. Weil ich bin sonst nicht, also sind eher, dass ich eben dagegen bin. Ja, genau. Ja. Ja. Du kennst diesen Kampf. Ja. Und jetzt erlebst du dieses Wunder von ja. Ja, das ist total schön. Ja. Kann ich dir ansehen. Es geht nicht darum, irgendwo rauszukommen und in einen neuen, besseren Zustand zu kommen. Und zu sagen, ja, ich bin das noch nicht und ich möchte das erreichen, was es zu erreichen gibt. Genau alles erreichen darf wegfallen. Alles anders sein sollen, darf wegfallen. Du darfst so sein, wie du bist. Danke. Danke. Keine Fragen. Keine Fragen, okay. Fein. Wenn die Lebendigkeit total erfahren wird, also so eine richtige, pure Lebenskraft durch
also das wie, das fühlt sich an wie so ein Übermannen, also wie so ein, ja, wo ich nicht weiß manchmal, wohin damit, wie als würde der Platz nicht ausreichen, als wäre, kann es gar nicht beschreiben, es ist so, ja, wie so ein Gefühl von übermannt sein und wohin damit, so. Also es darf fließen, ich weiß, und trotzdem ist so ein, ja, und dann ertappe ich mich dabei, also dass ich das irgendwie mich da runterbeame, ne? Oder so. Also mit Essen geht es sehr gut, dass ich dann wieder in so ein, wo es sich wieder geregelter anfühlt. Also nicht so, ne? So ein bisschen runtergebeamter. So. So, dann ist, dann kann ich wieder durchatmen und dann ist es sanfter. Also das erfahre ich. Ich weiß nicht, ob es das ist, was du meinst mit das habe ich schon vergessen. Wir wollen damit irgendwas machen, hä? Ja. Bei so viel Lebendigkeit. Oh Gott, und jetzt? Ja, und jetzt? Ja, wie kann ich damit umgehen? Also was versucht wird, ist, das mental irgendwie zu kontrollieren. Ich muss jetzt irgendwas machen. Gibt es irgendwas damit zu machen? Also in dem Moment, wenn ich mich zumindest mitgeteilt habe, jemanden, ja, meiner Freundin, dann war es zumindest schon so wie, als wenn geteilt, und es war dann schon irgendwie, fühlte sich dann schon, boah, anders an. Also, ja. 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 Weil wir wie auf eine gewisse Art und Weise die Energie rauswerfen. Sehr interessant. Wenn du eine Liebesnacht hattest, hast vielleicht gerade jemanden kennengelernt, Mann oder Frau. Und wir haben gekuschelt. Und wir hatten so eine schöne Nacht. Wir haben gar nicht geschlafen. Das war so voller Leben und schlaflos sein. Und am nächsten Morgen bist du auch nicht müde. Und dann war dieses Erleben so toll. Und dann gehst du raus am nächsten Morgen oder am Mittag, wann auch immer, und erzählst jemand, weißt du, hatte so eine tolle Nacht. Meine beste Freundin. Ich teile alles mit meiner besten Freundin. Dann werfe ich diesen Tanz wie raus. Ich werfe die Energie raus. Es fällt uns ganz schwer, damit zu sein. Ich muss mich irgendwie mitteilen. Und in dem Moment, wo wir es in Worte fassen oder uns mitteilen, geben wir es wie weg. Beschreibst du? Dann wird es ein bisschen besser. Und dann erzählst du es der zweiten und der dritten Freundin, und die fünfte Freundin ist die allerbeste Freundin, der musst du es auch noch sagen. Und dann ist es... unten. Wir werfen die Energie raus, weil wir es nicht aushalten. Und so ist, wenn wir das mal als Bild nehmen von dieser Liebesbeziehung mit dieser schönen Nacht, und du gehst raus und erzählst es deinen Freundinnen oder Freund, dann verliert es ihren Zauber. Es verliert die Schönheit, weil wir das einfach rauswerfen, ganz unbewusst werfen wir das raus. Das bedarf ein bisschen Übung, mit dieser neuen Kraft zu sein.
Wir denken, wir müssen damit jetzt irgendwas machen. Ich muss jetzt irgendwie, ja, sofort fängt mit dieser Energie der Geist an zu rennen und wir überlegen, was machen wir? Und wenn wir damit nichts machen können, müssen wir wenigstens erzählen. Machen wir auch was. Und damit entlade ich mich. Wir haben die Möglichkeit, einfach damit zu sein. Mit dieser Schönheit und der Kraft zu sein. Das ist eine neue Herausforderung. Und wenn ich damit bin, dann kann es trotzdem fließen, überfließen und dann kann es in einer anderen Form geteilt werden, ohne dass ich das verliere. So. In der Stille. Ja. Weißt du, wir haben ein sehr interessantes Thema. Wir haben die Idee, wir müssen alles teilen. Und die Idee von teilen. Ich teile etwas, wenn ich dir was gebe. Wenn ich dir etwas erzähle. Ich will mich mitteilen. Dass wir einfach unser Sein teilen oder unser Alleinsein teilen, das kennen wir nicht. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen irgendwas machen, um zu teilen. Teilt eine Blume etwas? Was macht eine Blume? Was macht dein Baum? Was macht die Katze? Was macht der Hund? Kommt der nach einem Hundespaziergang und macht wow, 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 wow und erzählt dir, was er alles gemacht hat? Oder die Blume, dass sie sagt, oh, ich will mich ja teilen. Wer kommt denn und duftet an mir? Wer findet mich schön? Blume ist und sie verteilt ihren Duft. Und die einen bemerken diesen Duft. Wow, was für eine Blume. Und was hat sie für einen Duft? Und ganz viele rennen vorbei. Aber so oder so ist sie mit ihrem Wesen, wird sie alle berühren. Auch die, die glauben, nicht berührt zu werden. Sein kannst du nicht mitteilen. Sein kannst du nicht aussprechen. Sein ist, du bist und du hast deinen eigenen Duft. Schon wenn wir darüber reden, nehmen wir diesen Duft schon wieder persönlich. Und sagen, ja, ich habe so viel Energie und... Ja? Da haben wir schon, da sind wir schon wieder jemand. Ja? Nur weil ich verstehe, was du sagen willst. Ich kann dich hören. Einfach durch dein Sein werden alle beschenkt. Das ist mit jedem Einzelnen hier so. Ihr alle beschenkt auf eure Art und Weise, weil ihr so seid, wie ihr seid. Und ihr seid einmalig. Euch gibt es nur einmal. Nicht noch eine zweite Form. Einmalig in diesem Ausdruck des Lebens. Aber wir versuchen alle zu sein, wie die anderen sind. Bloß nicht so sein, wie ich bin. So sein, wie andere sagen, dass ich zu sein habe. Und es funktioniert nicht. Du bist einmalig und wirst einmalig bleiben. Ganz simpel.
Also du bist ein Geschenk und weißt es nicht mal. Ja, so kann es auch gesagt werden. Wir haben vergessen, dass wir ein Geschenk sind. Ja, oder du sagst deinem Ich, dass du ein Geschenk bist. Oder du sagst deinem Ich, dass du ein Geschenk bist. Ich sage einem Ich, dass es ein Geschenk ist. Ich sage meinem Ich, dass es ein Geschenk ist. Funktioniert das? Ja. Sicher? Mhm. Okay. Dann lasse ich es einfach im Raum stehen. Es wäre dann auch einmalig. Eben. Ja. Das ist ja dann auch einmalig. Wenn das Ich sich damit zufrieden gibt, dann ist ja fein. Es muss nicht gesagt werden. Wir sind es. Wem wollen wir es noch sagen? Das, was uns ständig sagt, wir sind nicht okay, soll auf einmal sagen, ich bin okay? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dann ist es nur die andere Seite einer Medaille. Mal bin ich okay und mal bin ich nicht okay. Und dann pendeln wir auch hin und her. Vielleicht bin ich ein bisschen länger auf einer Seite. Bin ganz oft und lang okay. Und nur kleine Momente nicht okay. Doch es ist dieses Pendeln. Von gut sein und nicht gut sein oder richtig sein und falsch sein. Es ist das Pendel. Doch die Mitte ist es. Dass es okay ist, wenn ich nicht okay bin. Und dass es okay ist, wenn ich okay bin. Alles, alle Facetten. Alle Facetten. Erlaubt ihr euch in eurem Leben alle Facetten zu leben? Euer Nicht-Okay-Sein? Ist das okay? Ist euer Okay-Sein okay, ohne dass es ein Problem ist? Ist euer Nicht-Sein okay, ohne dass es ein Problem ist? Dann ist es okay. Dann ist es. Wow. Ja, gibt es Fragen im Chat? Nein, das wird, ja, bitte Fragen im Chat, kann nur staunen, ist einfach eine Stille und staunen, weil der Raum hier schon rund ist. Ne? Das schreibt Klang. Oh, das, ja. Ich lebe seit 3 Jahren ziemlich zurückgezogen. Mhm. Einfach, weil mir das alles so anstrengend wurde. Mhm. Weil ich von Natur aus gerne faul bin. Das passt alles zusammen. Mhm.
Mhm. Ich merke, es bekommt mir sehr gut. Es ist entspannt für mich. Mhm. Aber so im normalen Leben, im realen Leben wird es immer komplizierter so, oder schwieriger, halt, habe ich das Gefühl. Ja, das ist so. Okay. Ja, das ist so. Wenn wir gern mit uns allein sind, funktionieren wir immer weniger. Und dann erscheint es so, als wir, dass es im scheinbar normalen Leben irgendwie nicht mehr funktioniert. Es wird sich anders ausdrücken. Aber es ist wahr. Das Funktionieren fällt weg. Ich habe gedacht, dass ich das jetzt bloß vermeide durch die Ruhe, wo ich mich so hingezogen fühle. Und wenn ich dann ins Leben gehe und ich muss da einer Herausforderung gewachsen sein, dass ich da, habe ich das Gefühl, dass ich mehr Angst hatte als früher. Ja. Was heißt mehr Angst, mehr Unsicherheit? Ja, unsicher und dass ich dann halt auch nicht funktioniere in dem Moment, wo ich funktionieren müsste, halt auf Arbeit oder so, wo ich dann körperlich halt so locker oder unsicher bin, dass ich denke, hey, das war ja früher nicht ja, so schlimm. Ja, ja, okay. Als wie es jetzt ist, dass ich es früher besser im Griff hatte, sozusagen. Was da passiert ist, du versuchst wieder zu funktionieren. Du bist in der Lage, da draußen zu sein und auch auf der Arbeit zu sein. Doch die Idee, dass ich funktionieren soll, erlaubt mir nicht, unsicher zu sein. Und dann stehen wir so da. Da passiert ein innerer Konflikt. Wenn die Idee wegfällt, dass du zu funktionieren hast, was wäre, wenn du nicht funktionierst? Eine ungünstige Situation, weil ich, das ist dann schwierig, also in dem Moment muss ich funktionieren. Das, was wäre, wenn du nicht funktionierst? Dann würde ein anderer Schaden nehmen. Bist du dir sicher? Ja. Glaubst du das? Ich glaube das schon. Weil okay, wie würde der Schaden aussehen? Ich arbeite beim Patienten. Aha. Wenn ich dann nicht reagiere richtig, wenn es ihm nicht gut geht, nimmt er schon Schaden. Also wenn ich dann die Spritze vor Aufregung nicht aufgezogen kriege oder nicht rechtzeitig das Telefon anrufe oder die Abfolge falsch mache oder irgendwie, dann ist es schon ungünstig. Okay. Du fühlst dich verantwortlich. Und in dieser Verantwortung? Ungern verantwortlich halt, ja. Okay, jetzt sage ich dir was zur Verantwortung. Wie bitte? Ich sage dir jetzt mal was zur Verantwortung. Wenn du gern mit dir allein bist, hast du einen guten Kontakt zu dir. Da wird man sehr fein. Und sensibel und weich und durchlässig. Und in dieser Durchlässigkeit sind wir unsicher, weil wir keine Kontrolle mehr haben. Doch wir hören das Leben. Wir hören diesen Moment. Und wenn du das Leben hörst,
kann nichts schief gehen. Es ist unmöglich. Aber der meint, die Geschichte sagt dir, du funktionierst jetzt nicht mehr. Und du versuchst dann wieder zu funktionieren. Und das funktioniert nicht so richtig. Ja? Und dann kriegen wir einen Konflikt. Da kämpfen wir innerlich mit dem, wie wir wirklich sind und mit dem, wie wir versuchen zu sein. Und da, im übertriebenen Sinne, bist du handlungsunfähig. Du stehst nur noch da. Da kann der kollabieren und der Herzinfarkt kam nur mal so. Ja? Na. Du kannst dem vertrauen, was hier ist. Ich weiß, dass du das Leben hören kannst. Ich habe gemerkt in der Situation, wo ich das geschafft hatte, den Verstand dann abzuschalten, habe ich es auch noch gespürt, wie ich so geschlottert habe, weil wie trotzdem alles geklappt hat. Siehst du, daher kannst du diese Überzeugung gar nicht mehr glauben. Nee, nicht mehr. Die Angst ist halt da, dass es, ja, wenn ich in Gedanken gehe, ist natürlich die Angst, dass ich dann da versage. Aber, ja. Du bemerkst es, du bemerkst, wann dieser Shift stattfindet. Mhm. Wann du dich verlierst, sage ich jetzt mal. Du findest dich dann auch wieder, sozusagen. Wenn von außen von mir was gefordert wird, wenn da welche stehen, ich muss jetzt funktionieren, wenn ich nicht meinen gewohnten, ja, wenn ich aus meiner Ruhe gerissen werde, sozusagen. Okay. Ganz wichtig. Kann die Ruhe weg sein? Kann die Ruhe nur da sein, wo du zu Hause in deinen vier Wänden bist? Ich lasse es zu, dass die Ruhe nicht mehr da ist. Also der Verstand kommt dann rein. Zu Hause in meinen vier Wänden ist mir das möglich, dass ich die Gedanken abschalte und im Fühlen mehr bin. Sobald ich aber irgendwo bin, wo ich reagieren muss auf äußere Bedingungen, bin ich im Verstand und habe die Verbindung nicht mehr zu mir und bin in meiner Angst. Und dann reagiere ich so, wie ich es gar nicht will. Also habe ich das Gefühl, ich bin gar nicht die Handelnde. Wird vielleicht eine kleine, ein bisschen was anders ausdrücken von dem, was du gerade gesagt hast. Wenn du zu Hause bist, sagst du, du schaltest den Verstand ab. Ich würde vielleicht sagen, wenn du zu Hause bist, kannst du einfach mit dir sein. Und wenn du mit dir bist, dann ist da kein Verstand. Ja? So. Und jetzt kommt der Trick. Der Trick ist, dass wir sagen, wenn ich da rausgehe, muss ich funktionieren. Du musst nirgendwo rausgehen. Wo gehen wir raus, wenn wir rausgehen? Ja? Will ich mitnehmen. Das ist schön. Die Idee, ich muss funktionieren, wenn ich da rausgehe, das ist das, was mich von mir wegbringt. Weißt du, alle Handlungen, die geschehen sollen, werden geschehen. Du wirst noch besser sein als vorher. In dem, was du tust. Du machst deine Arbeit gerne, ne?
So lange gewartet schon für ein Jahr. Wenn die Angst nicht mich überwältigt, mache ich sie gerne. Wenn ich bei mir bin, ja. Ich habe die Arbeit jetzt ganz doll runtergeschraubt und mache viel, viel weniger von den Stunden. Ja. Und ich fange jetzt an, meine Arbeit gern zu machen. Früher habe ich sie abgearbeitet. Wow. Aha, du sorgst für dich. Wunderbar. Wunderbar. Ja, dir geht's gut. Also. Dir geht's gut. Wenn wir selbst sind, können wir keiner Erwartung entsprechen. Das ist auch gar nicht so gewollt, dass ihr irgendeiner Erwartung entspricht. Immer dann, wenn wir authentischer wären, verschwindet immer mehr die scheinbare Kontrolle. Verschwindet immer mehr unser Funktionieren. Es ist wie, wenn wir mit dem Fluss des Lebens schwimmen, mittendrin. Wir sind dieser ganze Fluss. Und oben auf dem Fluss ist ein Boot. Und es rudert gegen den Strom. Nicht mit dem Strom, sondern gegen den Strom. Das ist ungefähr wie die Kontrolle. Ja, also. Immer wenn wir immer mehr mit dem Fluss des Lebens schwimmen und der gegen den Strom des Lebens will, weil er das anders will, wird immer weniger Kraft haben. Warum? Weil er immer weniger Energie bekommt. Weil der wird auf einmal so unwichtig, bis er aufgibt. Bis er keine Kraft mehr hat, bis er keine Energie mehr hat. Und was passiert dann? Was passiert dann? Aha! Aha! Dann fängt er auf einmal an zu dienen. Das ist dann kein Hindernis mehr. Das war vorher auch kein Hindernis. Jetzt fängt der Mind an zu dienen. Wenn du die Königin deines Universums bist, fängt er an zu dienen. Und dann
kommt er nur noch mit den wesentlichen Dingen. Und sagt, sag mir mal, wie geht's denn hier mit der BVG dahin und dahin? Hier in Leipzig heißt es bestimmt anders, ja? Wie heißt das? LVB. Okay, LVB. Er kümmert sich dann noch um die kleinen Dinge. Aber er kümmert sich nicht mehr um das Leben. Er hat seinen Platz eingenommen, da wo er hingehört. Es ist nichts gegen die Gedanken. Es ist nichts gegen den Mind. Er hat seinen Platz. Wenn wir uns ein Königreich vorstellen und der König sitzt auf seinem Thron und ich glaube, früher gab es so eine Berater. Ja? Der König hatte immer noch einen Berater. Oder ist das so? War das so? Minister. Minister. Minister? Aha, ein Minister. Gut, okay. Ein Minister. Gut. Der Minister sitzt neben dem König. Ja? Vorher glaubte der Minister, unglaublich groß zu sein. Er hat mehr Macht als der König. Und der König war die ganze Zeit still. Oder die Königin. Und die Königin hat immer alles geglaubt, was der König, der Minister gesagt hat. Und dann fängt der König oder die Königin an und sagt, kann ich das wirklich alles glauben, was der sagt? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und wir lauschen mal, was der uns da erzählt, was jetzt wichtig ist. Und dann schauen wir mal, ob wir das machen, was der uns sagt. Was wird der Minister machen, wenn man ihm seinen Job wegnimmt? Was glaubt ihr? Erstmal beschweren. Ja, ja. Attentat auf den König. Ja, ja. Ja. Der wird. Ich werde mir irgendein Drama einfallen lassen. Ja? Weil es geht ja um meine Existenz, ist mein Job. Ja. Und der König sagt nicht, also Minister, du bist schlecht. Ich will dich nicht mehr. Sondern der König sagt, ich höre mir das an, was du sagst. Dann lauscht er und dann hat er, nö, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Danke für deinen Rat. Und der Impuls hier sagt, nein, kein Handlungsbedarf. Ja. Dann kriegt dieser Minister wieder seinen Platz. Wird ihm nicht so gefallen. Der wird alles tun, um seinen Job zu erhalten. Er wird dir auch erzählen, wenn du nicht auf ihn hörst, wirst du sterben. Das stimmt. In dem Moment, wo der König wieder seine Kraft oder die Königin ihre Kraft kriegt, stirbt ein Teil des Ministers. Aber der Minister wird dir sagen, du wirst sterben, wenn du nicht das machst, was ich dir sage. Der Minister stirbt, nicht der König. Aber der Minister wird dir sagen, du stirbst. Und das glauben wir. Also, was der Minister mir da ins Ohr flüstert, muss ich mir ganz genau anschauen. Und herausfinden, ob das stimmt. Kann mir alles erzählen. Muss ich herausfinden. Sala kann euch auch alles erzählen. Ihr müsst es herausfinden. Ihr könnt es herausfinden. Ihr müsst nicht herausfinden. So gut. Danke, danke, dieses Bild mit der Kraft. Ah. Krank. Ah. Wenn wir wieder unseren Platz einnehmen,
als König und Königin. Und brauchen wir ein bisschen Herzensmut. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Diesen Platz einnehmen, habe ich das Gefühl, kann man nicht machen. Man kann es aber auch nicht machen, wenn es einem geschieht. Okay. Du machst es doch schon. Ja. Weißt du, es gibt so einen Entschluss. Es gibt eine Entschlusskraft. Die war vorhin sehr spürbar bei dir. Ja, ich meine aber, ich hätte es nicht machen können. Wenn es geschieht, geschieht es. Ich erlebe aber zum Beispiel Menschen, die haben es verstanden im Kopf und möchten es dann machen, aber es geht nicht zu machen. Also das ist wieder, man will dann irgendwas verändern von dem, was ist. Es ist halt eben gerade nicht. Mhm. Und wenn es aber ist und man fühlt sich vielleicht erstmal sehr unbehaglich in diesem Neuen, weil alles nicht mehr funktioniert, kann man auch nicht sagen, oh, ich will lieber wieder so sein wie vorher, da kannte ich mich aus, das war viel einfacher. Es geschieht halt das und oder eben auch nicht, aber es kam mir jetzt gerade so von Entschlusskraft oder ne, das machen wollen, weiß nicht, ob man das machen kann oder ob man einfach nur ist und es geschieht. Oder es geschieht vielleicht jetzt nicht, sondern nachher oder übermorgen. Genau, es geschieht zu seiner eigenen Zeit. Also dieses Vertrauen einfach zu haben, dass... Jesus packt es in eine andere Metapher. Er sagt, wenn wir genug gelitten haben, sind wir bereit fürs Königreich. Wenn wir genug ausprobiert haben, dann sind wir bereit. Dann sind wir bereit für diesen Moment. Es geht nicht darum, was möchte diese Metapher sagen? Was möchten diese Worte, die aus der Weisheit kommen, sagen, ausdrücken? Sie sagen, wenn wir lange genug gesucht haben, im herkömmlichen Sinne, und alles ausprobiert haben und müde sind, weil wir immer wieder auf uns selbst zurückgeworfen wären, dann sind wir bereit für diesen Moment. Dann sind wir bereit fürs Königreich, was hier ist. Weil die ganze Zeit waren wir so mit Machen beschäftigt und Tun und Erreichen und Gestalten. Und bei alledem haben wir so viel Schmerz erfahren. Und wenn wir nicht mehr ein noch aus wissen, dann sind wir bereit für diesen Moment, für diese Gegenwärtigkeit des Königreichs. Weil wir irgendwie wissen, da wo ich überall gesucht habe, habe ich es nicht gefunden. Und jetzt fällt mir nichts mehr ein, wo ich es noch suchen kann. Wer kennt die Geschichte von Siddhartha? Wir lieben die Geschichte von Siddhartha. Hermann Hesse, Siddhartha.
Was hat sie da alles gemacht? Er ist da aus dem Königreich raus. Er wollte die Welt schmecken. Er hat meditiert. Er hat gefastet. Hat Askese gelebt. Er hat verzichtet. Er ist zu Weisen gegangen. Und er gab sich mit nichts zufrieden. Und jedes Mal fragte er sich, und was hat es mir gegeben? Was hat es mir gegeben? All das Fasten und all das Meditieren und all die Worte des Weisens hören. Nichts. Ich habe es immer noch nicht gefunden. Im Wald leben. Und als er nicht mehr konnte, als er keine Idee mehr hatte, war er bereit für diesen Moment. Als er in diesen Fluss sang, er war bereit. Jetzt war er bereit. In dem Moment, wo keine Anstrengung mehr da war, kein Erreichen mehr da war, war er bereit. Deshalb wird immer wieder gesagt, Franz von Assisi sagt was anderes. Franz von Assisi sagt, das Wesentliche kann man nur empfangen. Franz von Assisi. Empfangen. So. Jetzt die Sterntaler alle. Empfangen. Und empfangen können wir nur, wenn wir hier sind. Nicht, wenn wir rennen. Wo wir glauben, wir müssten noch was erreichen. Als Siddhartha aufgegeben hat, konnte er empfangen. Alles nur Metaphern. Da ist er in sich selbst hineingefallen. Und als man ihn dann fragte, wir lieben die Geschichte, darum erzählen wir sie. Und als sein Freund Govinda, ihn fragte, Siddhartha, ich kann sehen, du hast es gefunden. Ich kann es sehen an deinen Augen. Und Govinda fragte ihn, Siddhartha, gebe mir etwas, dass auch ich es finden kann. Und Siddhartha nahm einen Stein, hielt ihn in der Hand und sagte, Govinda, früher glaubte ich, dieser Stein ist nur ein Stein. Heute weiß ich, beziehungsweise er sagte, wie töricht war ich, da ich heute weiß, dieser Stein ist der alte Mann, ist die alte Frau, ist das kleine Kind. Dieser Stein ist alles. Wie konnte ich sagen, es ist nur ein Stein? Und heute haben wir dieselben Fragen. Wir fragen heute, wie kann ich frei sein? Sag mir die Richtung. Gebe mir etwas, was ich tun kann. Ich gebe dir diesen Stein und halte ihn so lange, bis der Stein in dir ist.
und dann komme zu mir. Mehr bedarf es nicht. Nur das. Bis dieser Stein in dir ist. Könnt ihr euch jeden Stein nehmen auf der Straße. Bis diese Trennung nicht mehr ist. Dass es einen Unterschied zwischen mir und diesen Steinen gibt. Es ist nichts Besonderes. Es ist nichts, was man erreichen kann. Gar nicht. Ohne Anstrengung. Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, auf deine wunderbare Aussage vorhin, als du sagtest, aber ich glaube all das, dass ich das noch bin. Ja, und ich kämpfe mit dem Leben. Ich kämpfe, um zu überleben. Sehr interessant. Ich kämpfe, um zu überleben. Wer ist das, der so kämpft, um zu überleben? In dem Moment zuvor. Es ist auch nicht immer, aber es kommt immer wieder. Immer wenn es kommt, ja, wenn du es bemerkst, dass es da ist. Wenn du da drin steckst, merkst du es sowieso nicht. Du wirst dir erst dessen bewusst, wenn es dir bewusst ist. Ja? Gib es dem Leben. In dem Moment, wo du es bemerkst, dass es da ist, dir ganz klar bewusst ist, dass das hier gerade stattfindet, dieser Überlebenskampf, gib es dem Leben. Wie ist denn das? Das hört sich total schön an und ganz einfach. Und ich denke, ich könnte jetzt noch ein krasseres Wort gebrauchen, ich veralbere, oder mein Verstand veralbert mich selber. Also das ist manchmal verblüffend. Ich merke es dann wieder und denke, ah, jetzt hast du es. Und dann eine Weile später passiert dasselbe noch. Beim dritten Mal denke ich, jetzt sei wachsam, jetzt glaubt dein Verstand nicht. Und was soll ich sagen? Irgendwann
Naja, genau, immer dann, wenn wir glauben, wir haben es, haben wir es nicht. Das ist so. Also glaub nicht, dass du es hast. Das ist am einfachsten. Glaube niemals, dass du irgendwas verstanden hast. Also immer dann, wenn du glaubst, was verstanden zu haben, hast du nichts verstanden. Nicht zu verstehen, ist wahres Verstehen. Weil damit werden wir irgendwie ausgetrickst. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Und dann weiß ich es wieder nicht. Wir haben es nie verstanden. Wir kriegen es nicht hin. Es funktioniert nicht. Aber wenn wir es merken, hast du die Möglichkeit, dem Leben zu geben. Gib es ab. So, hier Gott, ist dein Job, nicht mein Job. Kümmer du dich darum. Das macht mich richtig froh, so wie du das sagst, aber ich nehme mich ja so ernst immer. Und in diesen Momenten ist mir das... Also ja, ich weiß, dass du dich ernst nimmst. Darum ja. Sagen wir es dir. Ja, danke. Das ist total schön, ja. Also, gib's ab. Man muss sich ja nicht mit so einer Last rumtragen. Ist sein Job. Meine Aufgabe ist zu sein. Und den Rest darf er sich kümmern. Mir fiel gerade ein, dass ich irgendwie mir einen Zettel mache und an den Kühlschrank pinne, aber... Gibt bestimmt Zettel hier im Raum, hä? Cheat? Dass ich das nicht Zettel und Stift? Kannst du mir bitte ihr gleich Zettel und Stift geben? Sie war nicht ganz ausgerüstet, als sie herkam. Aber das Leben rüstet sie jetzt auf. Hast du Stift, Zettel? Ja. Wunderbar. Ich fühle mich sowas von erleichtert irgendwie, also ich denke, ich veralbere mich andauernd selber mit dieser Schwere, ja, also das ist sowas von verblüffend, ja, und das ist aber so ein Muster oder ich begreife gar nicht, dass besonders Kleines sich lohnt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich schreiben wollte. Der Kühlschrank ist nicht so groß. Ja? Ich habe es vergessen, wirklich. Das ist peinlich. Also Leben macht du das. Alles ist gut. Dazu gibt es eine schöne Geschichte. Es gab mal einen König. Er hatte ein Königreich, wie so ein König halt ist. Hä? Und er hat alle Weisen des Landes kommen lassen, weil er wissen wollte, was er in einen kleinen Ring eingravieren lassen kann, wenn es ihm mal in schlechten Zeiten nicht so gut geht, dass er daran erinnert wird. Dass er daran erinnert wird. Und dann kamen alle Weisen und saßen 3 Tage in seinem Königreich und redeten und redeten und redeten. Und sie haben nichts gefunden, was man hätte ja in diesen kleinen Ring hineinschreiben können und dass der König sich daran erinnert. Und nach 3 Tagen waren die alle wieder weg. Und dann ist er mit seinem Diener und sagt, weißt du Diener, jetzt hatten wir hier 3 Tage die Weisen und wir haben nichts gefunden, was wir in diesen Ring reinschreiben lassen können. Und dass ich mich daran erinnern kann, auf was es ankommt im Leben.
Und der Diener sagte: König, du weißt, ich bin nur ein Diener. Ich war schon Diener, als dein Vater noch König war, und bin immer noch Diener in deiner Zeit. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur eins. Alles geht vorbei. Und der König hat sich diesen Ring anfertigen lassen mit der Inschrift: Alles geht vorbei. Und es dauerte gar nicht lange. Und es kam der Krieg. Und der König musste flüchten aus seinem Königreich und floh in den Wald. Und am Ende des Waldes war ein Abhang. Er konnte nicht mehr weiter, da gab es eine Schlucht. Und er hörte, als er an diesem Abhang stand, dass man ihn jagt. Man reitet ihn also hinterher. Und dann sah er diesen Ring im Licht, im Sonnenlicht, strahlte dieser Ring. Und er zog diesen Ring ab und schaute hinein, und darin stand: Alles geht vorbei. Und dann hörte er, wie die Reiter an ihm vorbeiritten. Und er so: Wow, was hat er für ein Glück, ja, alles geht vorbei. Ja. Und der Krieg hielt noch eine Weile an, und irgendwann war der Krieg vorbei. Und der König lebte noch, auch der Krieg war vorbei. Ja. Und er kam zurück in sein Königreich. Und dann feierte das Volk den König, dass er noch lebte und wieder in sein Königreich zurückkehrt. Und er ließ sich feiern. Und dann kam der Diener, klopfte ihm auf die Schulter und sagte: Auch das geht vorbei. Alles geht vorbei. Zum Thema Aufschreiben. Ja. Ich habe kein Zeitgefühl, ich weiß nicht. Sind wir in der Zeitsheet? Sie, falls ja, da. Jetzt sogar Klang hat gesagt: 21:02, neue Stunde, alles neu, von jetzt an, ja. Ganz unmöglich, neue Minute jetzt. 21 Uhr geschrieben. Aha. Wir können gerne eine Pause machen. Und dann da schon? Na, da schon geht gleich im Anschluss. Gleich im Ohne Pause. Ohne Pause. Ja, genau. Also wenn es jetzt noch Fragen gibt im Raum, dann können jetzt noch gestellt werden. Und wenn es da Fragen gibt, auch noch, dann kombinieren wir das so. Wir sind noch Fragensammler. Wir sammeln den Zweifler ein. Wir sammeln den Zweifel, was? Wo haben wir noch Zweifel? Wer zweifelt noch? Kein Zweifler mehr da, hä? Alle weg. Kein Zweifel mehr, ist ja schade. Ihr müsst euch jetzt nicht einen Zweifel einfallen lassen, wenn keiner da ist. Wir müssen nicht nach etwas suchen, was nicht hier ist. Barbara? Ja? Es ist so gut. Danke, Sarla. Ich kämpfe immer noch so viel mit Entscheidungen und bin so schnell überfordert. Ja. Und alles scheint so durcheinander. Ja. Alles, was ich mir an Zielen gesetzt habe, scheine ich nicht mehr schaffen zu können. So gerne würde ich endlich Gott an erster Stelle setzen. Hast du einen Rat? Na, Gott sorgt ja schon dafür, dass er an erster Stelle ist. Sie kann keine Entscheidung mehr treffen. Ja, so perfekt.
da niemand mehr ist, der Entscheidung treffen kann, sind wir bereit für den Moment. Dann entscheidet Gott. Ganz simpel. Danke für die Frage. Für jeder oder jeden, der möchte, kann gerne nach vorne kommen für Darshan. Könntest du mir das mal helfen? Bitte. Und falls jemand fragt, was Darshan ist, nennen wir es einfach anders und sagen Segen. Können Sie damit was anfangen? Ja. Okay. Dann ist jeder willkommen. Der möchte.
Danke fürs Sein. Danke an alle die, die sichtbar und doch unsichtbar dabei waren. Und danke an Sheet für diese Möglichkeit, für diese Einladung hier in Leipzig zu sein. Danke. Morgen Vormittag sind wir auch noch mal hier. Morgen findet reiner Darshan statt. Wir werden morgen nicht sprechen. Einfach Darshan oder Segnung, wie man dazu auch immer sagt. Ja.
Danke fürs Hiersein und dabei sein. Nachtschein für die Zuschauer. Und das, was heute gemacht worden ist, wird auch in der Wiederholung sein. Wir haben davor aufgezeichnet über das Thema Weiblichkeit und das ist auch verfügbar für alle, die noch nicht, das werden wir als erstes abspielen, für alle, die noch weiter in dieser Stille uns alle sein können. Dankeschön.